Hey, meine Rabauken, wir befinden uns hier auf einem Ozean und wir scheppern direkt mal an das Boot, denn wir wollen zu diesem Tempel. Wir schulden ja easy noch 50 Level und natürlich könnten wir uns jetzt wie ein Anfänger zur Enderman-Farm begeben, die wir gebaut haben und die 50 Level farmen. Ich werde aber heute die perfekte XP-Farm bauen. Was bedeutet perfekt? Du kannst 150.000 Erfahrung pro Stunde Maximum sammeln. Mehr erlaubt Minecraft nicht und wir werden heute eine Farm bauen, die das ermöglicht. Nur zum Verständnis, das sind 200 Level, von 0 bis 200 in einer Stunde. Das werden wir heute machen, Leute. Dazu begeben wir uns an den äußersten Rand hier. Und gehen dann einfach hoch und platzieren da ein Seerosenblatt. Oh, na, jetzt wurde ich gehittet. Ich hoffe, ich treffe es trotzdem. Aber das müsste eigentlich der richtige Block sein, oder? Jetzt platzieren wir schräg 3 Lilypads, bis wir hier am Rand sind. Und nochmal schräg in die andere Richtung 3 Lilypads. So, sieht das Ganze schon mal so aus. Sieht eigentlich relativ ungefährlich aus, ne? Aber das wird so gefährlich, glaub mir mal. Jetzt brauchen wir die ersten Gegenstände aus meinen vorbereiteten Schalkerkisten. Platziere ich mal einfach hier, Provisoramente. Genau, wir brauchen nämlich diese Teile hier, da brauchen wir ganz schön viele. Und wir brauchen einfach temporäre Blöcke. Und wir brauchen eine Fackel, haben wir hier auch. So, gut, jetzt haben wir alles. Jetzt machen wir nämlich folgenden Move. Bupp. So, nicht schlimm. Nee, doch, ist schlimm, wartet mal. So, jetzt muss das weg. Da kommt ein Gerüstblock drauf und eine Fackel drauf. Dieser Block kommt weg. Dauert unter Wasser ein bisschen, Leute. Ah, warte mal, da geht der Block weg. Und jetzt machen wir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 in jede Richtung. Und jetzt falsch. Oh, mein Gott. Gerüste, ne? Wissenschaft für sich. Habe ich jetzt Gerüste verloren? Ja. Die sind abgezählt, Leute. Wir dürfen nichts verlieren. 1, 2, 3. Wir müssen einfach die Ecken jetzt auffüllen. So, das Gleiche machen wir hier und hier und hier und hier und hier und hier. Das Ganze sieht dann so aus. Sieht tatsächlich ein bisschen komisch aus, aber ist richtig so. Jetzt erweitern wir das Ganze hier um 3 weitere und platzieren hier wieder einen temporären Block, einen richtigen Block. Den machen wir weg. Hier kommt jetzt wieder so einer drauf und eine Fackel. Und jetzt machen wir genau wieder die gleiche Move. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt wieder alles füllen. Das ist jetzt alles ein großes Feld. Das war jetzt nur halt ein bisschen aufwendiger, weil wir die Fackeln brauchen. Und die Fackeln können wir nicht auf Gerüst... Oh! Blöcke platzieren. Und deswegen mussten wir da mit den Blöcken... Sag mal, Kollege, du wirst gefarmt jetzt bald, Alter. 150.000 XP die Stunde. Hau mal ab, mein Guter. Geh mir nicht auf die Nerven, ey. So. Ah, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Jetzt müssen wir hier ein riesen Obsidian-Portal tatsächlich bauen. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal durch und platzieren jetzt hier komplett Obsidian. Vielleicht machen wir das so, dann geht's schneller. Nur nicht falsch platzieren, Benzer. Kein Unsinn machen. Hier platzieren wir jetzt einen Baublock. Bumm. Und jetzt gehen wir hier wieder hoch. So, wir können aber schon mal die Baublöcke hier platzieren. Das ist quasi die Begrenzung. So, und hier kommt auch ein Portal tatsächlich hin. Das heißt, wir machen einfach diesen und diesen. Perfekt. Das bauen wir jetzt auch einmal rüber. Wieso schwimme ich? Ich bin darauf gerüstet. Da, zack, let's go. Das macht aber natürlich keinen Sinn, was wir hier gemacht haben. Ich kann die Grenze nochmal ausmachen, weil hier muss natürlich Obsidian hin. Es soll ja schließlich ein Portal werden. Ich habe Abbaudämon, Leute. Das heißt, jetzt dürfen wir uns auf gar keinen Fall verbauen. Sonst müssen wir 4 Minuten warten. Ich habe nämlich keine Milch mitgebracht, was eigentlich relativ doof war. So und so. Portal auf der einen Seite ist fertig. Gleich machen wir auf der anderen Seite. Zack. Zack. Jetzt einmal rüberziehen. Oh nein! Ist nicht schlimm. Also wir haben halt nur einen Obsidian-Block jetzt verschwendet. Aber wir haben eh genug Obsidian-Blöcke, also Schnurzpiep. Tatsächlich müssen wir das gleiche jetzt mal wiederholen. Wir müssen das alles jetzt nochmal hier dahinter bauen. Genauso wie es hier ist. Alter, ich wurde noch nie beim Bauen so genervt, ey. Ich hoffe, die Farm lohnt sich. Guckt euch das an, wie nervig das ist. So, achso, ah. Das connectet das nicht. Müssen wir auf die andere Seite. So. So, jetzt hier wieder. Weil die da auch festbuggen, ne? Farm funktioniert schon besser, als sie soll, ohne Witz. Abbaulähmung. Aber ist nicht so schlimm. Müssen ja nichts abbauen. Hoffentlich. So. Ah, wartet, noch nicht fertig. So. Ey, wenn ich nicht im Sekundentakt angegriffen werden würde, wäre es schon auch entspannter. Ich sag's, wie es ist. Wie können wir das lösen? Plagegeist wird da, oder? Ein LA wird ein LA angegriffen? Als ob die ein LA angreifen, wie herzlos. So. Problem gelöst. Jetzt bin ich einer von ihnen. Aber ich kriege tatsächlich, ich brauche Luft. So. Jetzt bauen wir die Lilypads ab. Machen wir diese Chunk-Dinger hier weg. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Bam, bam, bam. Oh nein. Nicht schlimm. Solange ich nichts mit Fackel abreise, ist nicht schlimm. Jetzt sieht das Ganze so aus, Leute. Oder? Schick. Darauf erstmal eine goldene... Oh! Eine goldene Karotte essen. Dann bin ich kurz runtergetaucht.
Sehr nice. Erste Stufe ist damit erledigt. Jetzt müssen wir die Plattform bauen, mit der wir arbeiten, wo wir dann schließlich auch die Mobs und so weiter killen. Das heißt, wir müssen jetzt diese ganzen Teile, das sind insgesamt 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 97, die müssen wir jetzt einfach hier platzieren. Let's go. Das dauert ein bisschen, Leute, tatsächlich. So, und das ist jetzt auch noch alles. Boah, jetzt gleich da hoch, ey. Da hochklettern, das dauert. Puh. So, wir haben noch 30. Das ist schon verdammt hoch, ne? Aber es ist wichtig für Mob-Spawning, Leute. So, noch 10, 5 und wir haben alle. Und jetzt muss ich da hochklettern. Ach du heilige Güte! Hohoho! Ich denke, die Farbe funktioniert schon, oder? Das ist ja... Warte mal, da unten ist ein Block, der sollte gar nicht sein. Das ist ja krank, habt ihr das gesehen? Alter! Ja, ich brauche tatsächlich Kisten. Lass nämlich mal bitte in Ruhe. Am besten, ich nehme die beiden Teile mal mit. So. Jetzt machen wir folgenden Move, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Will ich wieder da hoch. Da müssen nämlich jetzt zwei Doppelkisten hin. Boah, ich glaube, das wird die heftigste Farm, die wir bisher gebaut haben. Das wird illegal. So. Okay, jetzt hier. Zack. Zack. Zwei Doppelkisten. Bum, bum. Wir gucken, haut das hin mit dem Chunk. Ja, perfekt. Gut, dass wir die Kisten mitgenommen haben. Denn jetzt sind die Trichter dran. Ich platziere immer die falsche Schalkerkiste zuerst. Das ist krank. So, Trichter haben ja auch eine Menge. Hier muss in diese Kiste muss einer rein. In diese Kiste muss einer rein. Da geht meine Lawnmower. Alexa! Weitere Trichter jetzt hier hin. So, jetzt machen wir einen Platzhalter-Block-Armor hier. Einmal hier. Und jetzt kommt tatsächlich Glas das erste Mal zum Vorschein. Das haben wir auch sehr viel. So, und jetzt brauchen wir Schienen. Der Server schmiert gerade komplett ab. Achso, nee, das Ding geht nicht mehr auf. Verdammt. Darauf kommen jetzt die beiden Trichterloren. Bob. Und da... Nee. Oh, oh. Das war tatsächlich nicht gewollt. Nee, geh mal zurück. Das war quakig. Oh, geht jetzt da wieder rein? Ne, müssen wir abbauen, glaube ich. Mann, ist die in den... Ja, was ist das in den Kisten gewandert, ne? Ey, ich kann das nicht mehr. In welche Kiste ist denn das jetzt? Ja, die können wir nicht aufmachen, wie den Schalker. Oh, Platzhalterblock. Jetzt Glas drüber. So, Platzhalter können wir abbauen. Zack. Jetzt machen wir hier noch eine etwas größere Glasplattform. So. Jetzt erweitern wir den hier um 1. Nee, so, perfekt. Platzieren da ein Glas drauf. So, und machen das gleiche hier nochmal. So. Digga, weg. So, 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 so. Ihr seht, ich habe ja noch 52 Kisten im Inventar. Die kommen jetzt. Dann müssen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind ja eigentlich nur auf die XP scharf. Ne? Die maximale XP-Anzahl, die du pro Stunde in Minecraft überhaupt verdienen kannst. Aber diese Farm generiert natürlich auch viele Drops. Die brauchen wir jetzt vom Prinzip her erstmal nicht. Aber ich sag mal, geschenken Gau luschert man nicht ins Maul. Und für diese extremen Drops, ich glaube, wir reden ja von 60.000 die Stunde. Wer auch immer das braucht, Leute. Müssen wir gewisse Lagerkapazitäten schaffen, würde ich mal sagen. Deswegen hier eine Menge Kisten. Aber auch diese Kisten halt, also die werden ja im Grunde 0,0 halten, aber besser als nichts. Darauf platzieren wir jetzt eine Menge Trichter. Müssen aufpassen, dass die nicht sich irgendwie connecten. Die sollen einfach in diese Kisten reingehen. So, 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 so und so. Perfekt. Jetzt brauchen wir Mauern, die müssten wir irgendwo vorbereitet haben. Perfekt. Jetzt platzieren wir hier nämlich 1, 2, 3, 4 Mauern. Und das gleiche machen wir hier. 1, 2, 3, 4 Mauern. So, zack. Und das gleiche müssen wir jetzt auf der anderen Seite machen. Das ist krank, Leute. Das ist so krank. Dann war es es aber mit den Kisten, weil wir haben nicht mehr so viele. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, keine Kisten mehr platziert. Endlich, Leute. Wir machen Doppelkisten draus. Warte mal, das haut genau hin, oder? Ne, wir haben ein paar übrig noch. Mal gucken. So, jetzt hier wieder 6. Und daraus wieder Doppelkisten. Aber viele haben wir nicht übrig. Nur noch 4. Ah, verdammt. Was machen wir? Wir lassen sie fallen. Wir haben hier genug Holz. Schmutz. Jetzt die Mauer. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt hier... Naja, dann machen wir den. 1, 2, 3, 4. So, jetzt bauen wir den ab. Oh, ist in den Trichter gegangen, oder? Bin ich doof? Ja, da ist er. So. Perfekt gespiegelt. Sehr schön. Jetzt brauchen wir zwei Wassereimer. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Glas jetzt. Und zwar wahrscheinlich alles. So. Ja gut, wir machen Bienenmodus tatsächlich. So, jetzt müssen wir in diese beiden Ecken hier das Water reinschmeißen. Einmal da und einmal da. So, deswegen auch, ne, die Gerüstblöcke. So, und jetzt machen wir einfach hier einen Schacht hoch. Den Tunnel müssen wir jetzt bis Höhe 190 hochbauen. Das sieht aber schon stylisch aus irgendwie auch, ne. Ich mache mal, damit man sieht, wie hoch das Ganze sein muss. Das muss nämlich, das muss überhoch. Da haben die Blöcke schon nicht mal mehr, meine Güte, ey. So, warte mal, ist das 190? Nee. Hä, hab ich ja überhaupt genug Glasblöcke? Das ist ja krank. So hoch muss das.
Hä? Okay. Ich hoffe, wir brauchen dann kein Glas mehr. Weil ich habe auch nur noch 50, ey. So, sag mal, das ist jetzt der Schacht, wo die ganzen... Also, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das funktioniert. Wir stehen dann quasi dort mit einem Schwert und hauen dort in diesen Kasten rein und killen die Wächter. So ist der Plan. Und die Wächter teleportieren wir mit Netherportalen von dort rüber hier hoch. Und dann fahren die da runter und bam, bam, bam. So ist der Plan. Ob das am Ende klappen wird, wir werden sehen. Jetzt haben wir hier das Portal gebaut, wie besprochen. Jetzt machen wir den ganzen Kram zu. Das machen wir einfach so. Und zwar muss das Ganze 2 hoch sein. 1, 2, genau so, ne, damit die da durchpassen und den Bienenmodus aktivieren. Und hier auf der Rückseite machen wir das natürlich auch zu. Hier soll ja nichts durchkommen, ne. Jetzt zünden wir das Portal an und gehen einmal. Warte mal, wir kommen ja gar nicht mehr rein. Haha, mein Feuerzeug habe ich tatsächlich hier unten noch leider. Ich verschwende mein Glas aber auch, ne, gleich habe ich nicht mehr genug, ich sage euch das. Aber wir haben gar nicht mehr so viele Blöcke, ne. Wo ist mein Glas, mein Feuerzeug meine ich. Ich habe kein Feuerzeug mit, ich bin gebrochen. Es könnte tatsächlich sein, dass diese schwarze Plattform ein massives Problem ist, aber eigentlich spawnt da nichts, weil es eh Tag, also da kann eh nichts drauf spawnen. Also sollten wir da eigentlich safe sein. Aber es könnte sein, dass wir das im Hinterkopf behalten, dass das die Effektivität unserer Farm beeinflusst. Das sollte nicht so sein, aber... So, wir gehen jetzt hier rein, ich habe mir ein Feuerzeug gemacht und dann beginnt der spaßige Teil, Leute. So, bap. Können das eigentlich auch. Ja, wir lassen es noch auf. Müssen wir uns aber merken, dass wir es aufgelassen haben. Und durch. Jetzt müssen wir auf die Decke. Ich hoffe, es funktioniert mit einem Trevor. Ich habe nur einen in der Perle mit. Ja, sehr schön. So. Jetzt haben wir uns vorn Koordinaten aufgeschrieben. Die muss ich jetzt mal ganz kurz ausrechnen, weil da müssen wir jetzt kurz hinlaufen. Es sind aber nur ein paar Schritte, aber es muss sehr genau sein. Lass mich mal ganz kurz rechnen. An genau dieser Stelle haben wir jetzt ein Portal erbaut. Und jetzt müssen wir eine 4x4 Plattform hier hinzimmern. Auf beiden Seiten. So. Ist das 4x4? Ja. 1, 2, 3, 4. Blöcke wieder unsichtbar. Super. Zack, 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 zack. So. Jetzt wird es ganz schön wild. Jetzt sollen wir nämlich hier einmal so eine Barriere bauen auf beiden Seiten. So, die sollen wir komplett hochziehen. Habe ich gar nicht genug Blöcke mit. Und die Mitte sollen wir einfach mit diesen Gerüstblöcken füllen. Keine Ahnung, Leute. So. Da muss ich aber noch mal ganz kurz runterfliegen. Wupp. Und mir... Boah, wenn ich jetzt hier sterbe, ne, bevor ich das Portal angezündet habe, das wäre ganz schön mau, meine Freunde. So, ich brauche Cobbleroni. Fliege ich da nach oben? Ja, das geht viel schneller, let's go. Jetzt füllen wir, wie gesagt, alles mit Gerüstblöcken. Ich verstehe die Farm auch nicht, Alter. Ich hoffe, sie funktioniert am Ende, Leute. Lasst eine positive Bewertung da, Leute. Ich brauche hier die Kraft von euch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich einen Block irgendwo falsch gemacht habe und dann haut das Ding am Ende nicht hin, Leute. Ich habe ein bisschen Panik, aber es wird schon hinhauen, hoffentlich. Ich habe jetzt hier eine Redstone-Uhr gebaut, die ungefähr 15 Sekunden dauert. Und alle 15 Sekunden öffnen und schließen sich jetzt durch... Wie aufwendig das ist, ne? Guck mal, was wir hier alles gebaut haben dafür. Alle 15 Sekunden öffnen und schließen sich jetzt diese Türen. Wie wir gleich, guck mal, jetzt sind sie alle offen, wie ihr erkennen könnt, ne? Aber gleich gehen sie zu. Passt mal auf, Leute. Zack, jetzt sind sie alle zu. Perfekt. So, sehr schön. Jetzt können wir hier runtergehen, können das ganze Ding wieder zubauen, können es anzünden und durchgehen. Wir sind fertig, Leute, hier. Let's go. Oh, bin tot. Ich dachte wieder, dass ich tot bin, ne? Genau wie schon davor, aber da ist ja Wasser. Man sieht es so schlecht mit dem Shader, alter Schwede. So, wir haben gesehen, die Portale sind connected. Das hat super geklappt, ne? Da kommt man jetzt raus. Picobello. Super. Ich habe Hoffnung, dass die Farm funktioniert, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich die ganze Welt hier zerstöre, Leute. Aber naja, wir gucken mal. Wir haben jetzt noch ein paar Modifikationen gemacht, damit man hier quasi jetzt schön angreifen kann. Ne? Hier kommen dann quasi die Garnis, dann kannst du bob, bob und so weiter. Wir sind eigentlich fertig. Tatsächlich können wir jetzt die Farm an den Start kriegen. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch, wartet mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Hier, wir brauchen jetzt nämlich eine Menge Seelensand. Sind Leute auf dem Server? Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass wir den Server jetzt weghauen, ehrlich gesagt. Wir nehmen erstmal nur ein Stack. Man kann die Farm halt tunen. Ja, das heißt, du kannst langsam anfangen und dann immer stärker machen, was wir definitiv auch machen werden, weil ich habe hier ein bisschen Panik, Alter, dass hier was schief geht, Leute. Okay, wir machen erstmal die drei Portale an und dann gucken wir weiter. Portal 1 an, Portal 2 an, Portal 3 an. So. Wir verwandeln uns auf jeden Fall in einen Katzenfisch, damit die uns hier mal in Ruhe... Bruder, dich kann ich ja gar nicht gebrauchen hier gerade. Oh, der darf da nichts kaputt machen. Der darf da nichts kaputt machen. Wieso spawnen die hier immer wieder? Das ist voll gefährlich für die Farm. Ja, ich muss ihn killen.
Hier scheint ein Spawnpunkt für die zu sein. Das ist wirklich ätzend. Um die Farm jetzt an den Start zu kriegen, dass es losgeht, müssen wir erstmal das hier abbauen. Müssen wir jetzt, wie gesagt, Seelensand. Oh, die greifen echt Katzenfische an. Junge, ist das nervig. Hallo. Da müssen wir doch den Wächtermodus machen. Die werden ja hier nicht einen Bruder angreifen. Seid ihr doof? Ah, besser ist auch. So. Jetzt fangen wir an, hier einfach Seelensand drauf zu platzieren. Oh, oh. Damit man nämlich direkt da oben in die Farm reingebuttert, Alter. Und das wollen wir natürlich nicht. So, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht selbst reingesogen werden. Weil das könnte schief gehen. Wir machen erstmal wenig. Ne? Also so gesehen müssen wir Seelensand unter diesem gesamten Gebiet machen. Ich mache erstmal nur ein bisschen. Um zu gucken, wie der Server und mein PC damit klarkommen. Ich würde sagen, noch eins. So. So. Jetzt haben wir die Farm auf ein Viertel der Power. Jetzt gehen wir mal gucken, Leute, ob sich da was tut. Hat sich aber irgendwie aktuell noch nichts. Sie funktioniert. Ah, ja, ich habe kurz Angst gehabt, dass sie nicht funktioniert. Da sind schon die ersten Leute. Wie viel sind denn das? Zwei nur. Naja, wir haben das natürlich auch noch nicht auf volle Power. Ne? Wir haben ja erstmal nur Sparmodus da aktiviert. Aber es kann halt sein, dass durch die anderen Mods, weil ja auch andere Tiere da spawnen, das Ganze ein bisschen reduziert wird. Aber hier haben wir schon mal... Also wir sehen auf jeden Fall, sie funktioniert. Das ist schon mal wichtig. Und die kann man jetzt halt einfach killen. Easy. Oh, jetzt geht's ab. Oh! Holy! Was habe ich da losgetreten? Von wegen, die funktioniert nicht. Die funktioniert schlechter. Ach du, der Server crasht doch. Nee, Logo, schreibt mir gleich wieder. Wie bei der Obsidian-Farm. Ich krieg wieder eine Ansage. Server wieder alles gelöscht oder so. Ich sehe das doch schon wieder. Das ist zu krank. Alter, habt ihr gesehen, was da für eine Welle kam? Und das ist nur ein Viertel des Power. Ich habe das gar nicht. Ich habe ja das gar nicht noch richtig gebaut. Aber unser Item-Sortiersystem funktioniert irgendwie nicht so richtig, ne? Kann das sein? Das funktioniert de facto. Oh, Bruder! Unser Item-Sortiersystem funktioniert komplett nicht. Ja, man kriegt aber tatsächlich Schaden von denen, ne? Das ist schon ein bisschen nervig, weil die haben ja von Grund auf Dornen, also, ne? Das kann ja auch gar nicht funktionieren, unser Item-System. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Was hat man hier gebaut? Diese Blöcke müssen weg, kann das sein? Ah, ich habe Abbaulähmung, ja perfekt, ich kann es nicht korrigieren. Es sind so viele, mein PC leckt. Wie viel sind denn das gerade? 60! Wie viel XP geben 60 Wächter? Ey, ich frag mal Logo, ob der beim Server was merkt. Wenn er hier noch nichts merkt, dann baller ich das Ding auf 100%. Und dann geht's komplett ab. Das stacken irgendwie XP, das ist doof. Und dass diese Item-Sortierung irgendwie nicht... Ach doch, die haut hin, oder? Warte mal. Haut die hin? Ja, aber das mit den Items ist natürlich Quark, ne? Das haut irgendwie nicht hin. Ich denke, das haut nicht hin, weil hier Blöcke sind, die nicht da sein dürften. Wartet mal, was macht denn Sinn? Dass dieser Block hier weg ist, macht Sinn, oder? Also, boah, Alter, es ist zu viel. Du kannst hier gar nicht stehen, Alter. Du musst die töten. Gar keine Fehler und keine TPS-Probleme! Wir haben hier eine Ansage von Logo bekommen. Wir fahren das Ding hoch auf 100%, Leute. Keine Probleme, sagt er. Da weiß ich nicht, ob die auf 100% keine Probleme verursacht, Leute. Viermal so viel. Wir machen ja jetzt schon... Alter, wir haben in welcher Zeit haben wir jetzt ein 40 Level gemacht? Und überlegt mal, wir wären ja jetzt schon... Warte mal, 4. Da wären wir jetzt schon bei 80, 90 Leveln in der Kurze. Das ist ja komplett krank. Ich muss ja wegfliegen, Leute. Es ist... Oh, oh, ich habe keinen Hydran. Das ist ja wieder klassischer Ben-Tod gewesen. Wirklich super. Leute, das ist die heftigste... Also es ist quasi... Es gibt zwar Farmen, die mehr XP generieren, aber das ist die maximale Anzahl. 150.000 XP die Stunde mehr kannst du in Minecraft nicht bekommen, wenn wir das Ding auf 100% hochfahren. Aktuell ist ja noch Sparmodus. Machen wir in der nächsten Folge, Leute. Da könnt ihr euch drauf freuen. Es wird heftig. Und dann geben wir easy... 500 Level, Leute, was... Okay, 500 übertrieben. 200 Level, Leute, was soll's. Ist dann Geschenk des Hauses. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson.